brennt, Brüder, lach's brennt. Ei, unser arm Städel nebach brennt. Beise Winden mit ihrer Gosen reißen, brechen uns bloßen, starker noch die wilde Flammen als Arumschein brennt. Und ihr steht um guckt säusig mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt säusig. Unser Städtel brennt. Ich schlafe schon ein. Schneller, schneller, schneller. Los. Erinnern sich doch noch. Die Nacht schluckte sie, um sie niemals mehr dem Tage zurückzugeben. Wie war das damals? Warum wenden wir uns wieder dieser Zeit zu? Aber beginnen wir von Anfang. Ganz von Anfang.
jenen Jahren, die uns heute schon so fern erscheinen, begegneten wir einem deutschen Unteroffizier. Was suchte er in unserem kleinen bulgarischen Städtchen? Und wie hieß er eigentlich? Für uns alle war er einfach der Herr Unteroffizier. Man wusste hier nichts von ihm. Vielleicht nur, dass er etwas hinkte. Nicht mal seinen richtigen Namen konnten wir erfahren. Deshalb wollen wir ihn in unserer Erzählung einfach Walter nennen. Hitler! Da war denn hier runter? Noko si veselblaže. Ženiš se? За едни сватба, за други братва. Добро утро, Хер Унтер. Добро утро, бе Петко. Днеска много весели сте всички. Хубаво време, Хер Унтер. Сиромашко лято. Ще не ще гавай, Петко. Хубава запалка. Gut, sehr gut. Smej se, smej se, kamarad. Kad te naučiš, te ti prisedi. Ja, voll, ja, voll. Los, Leute, macht weiter. Heide, heide. Какво ново има? Нашите взеха Смолинкс. 40 хиляди чувала. Кайо Смоленск. Смоленск, кайо. Ицко, кара дириза. Кварента мил перо за дел сако. Кого ти пареси? Умно е сеньор Анриел, сеньор Дантисто, ла-ла-ла де Париси, жо муй писисто, тодо с вамо сан де хел, кому ун ермано. Да он трафтия. Да он трафтия. Зистен? Die Akkus sind noch nicht angekommen. Na und? Wir wollten sich doch drum kümmern, Herr Unteroffizier. Wir wären nicht fertig. Komm später. Siehst doch, ich arbeite. Unteroffizier! Befehl, Hauptmann. Was schreiben Sie denn da? Meldung über laufende Reparaturen, Hauptmann. Sie
Sie haben das bulgarische Personal zu beaufsichtigen, Unteroffizier. Unterlassen Sie gefälligst in Zukunft Ihre Schmierereien! Sie Rembrandt! Rembrandt. Hey, Sie, Gefreiter! War das so eine Schmeichelei oder eine Beleidigung? Eine Beleidigung. Für den armen Rembrandt. Auch hier draußen wird gegrüßt. Der Alte hat heute wieder eine Stinklaune. Die Arbeit eine gute. Sauhaufen hier. Ah, das interessiert mich ein Scheißdreck, großer Rembrandt. Du, sag mal, wollen wir uns nicht wieder mal absetzen aus der Dreckwelt? Du, Walter, weißt du, woran ich denke? Du denkst? Sieh mal an. Hey, hör mal zu, Rembrandt. Du weißt, beim Kommiss heißt es, denken verstimmt den Magen. Weißt du, wenn ich uns hier so sehe, dem Paradies, da dachte ich eben, woher wir beide gekommen sind, Leningrad. Oh. Weißt du noch? Was dich erwischt hat? Ja. Na und? Na und? Leningrad und dieses stille, wilde Inselchen? Nee, nee. Es gibt keinen Krieg, bestimmt. Nur Stille. Ha? Die Amis. Sie fliegen vorüber. Und goodbye. Bloß mit den Weibern, da ist nicht viel los. Und nicht, dass sie nicht wollten, aber sie zieren sich so. Du, Walter, weißt du, wir müssen mal wieder was Anständiges in der Kneipe organisieren, hä? Nee. Ich bin glücklich, du. Weil du ein Schimpanse bist. Ach gut, du bist zu beneiden. Die Menschheit hat sich 2 Millionen Jahre lang hochgerackert, um wieder dahin zu kommen, wo sie angefangen hat. Schade um die viele Mühe. Ach, im Krieg sind alle Schimpansen. Da, schau, auch so ein kleiner Schimpanse. Hey, Schimpanse! Komm mal her, Schimpanse! Idi, Idi! Steht da im Schokolade! Verdammt wildes Land. Kinder wissen nicht, was Schokolade ist. Verflucht nochmal. Was ist denn? Griechische Juden. Der Teufel soll sie holen. Ich muss sie übernehmen, bis Güterwagen kommen. Wiedersehen, Rembrandt. Genieße du wenigstens unser stilles Tal. So, mein stilles Tal, bis ich tausendmal. Thank you.
Da, nimm. Na, nimm schon. Danke, ich rauche nicht. Herr Offizier! Herr Offizier, ich bitte Sie. Eine Frau liegt in den Wehen. Na und? Noch was? Eine sehr schwere Geburt, Herr Offizier. Beide werden sterben. Sie und das Kind. Was soll ich denn da machen? Sowas kann doch mal vorkommen, ne? Ihr seid keine Menschen. Wilde Tiere. Alle Deutschen sind gleich. Vom ersten bis zum letzten. Alle. Wölfe. Ratten. Hör mal zu, jedem. Für das, was du da eben gesagt hast, kann ich dich auf der Stelle erschießen. Würde nicht mal Gewissensbisse dabei spüren. Aber... ich habe einfach keine Zeit. Taxi, Petko? Dobre. Wie? Adesso si è anche il malore della gente. Ma adesso... oh, muovo le stalle, tra un po' di acqua. Io mamma sono se che vero balla, ma smo con la smorto non si fa, non la smo se fa. Antes que ele saia, tudo se vai arreglar. Nos vão mandar ele e nosso casal Auschwitz. Dizem que vamos a trabalhar em las barcas. A criatura vai quedar viva e sana. Os germanos ao cabo, eu sou um benadames. Não é verdade? Sim. Sí. E eu sou um benadames. Eita-te, papá, eita-te. É o coração, eita-te. Tudo está em regra, Ruth. Se você vê, diz, é do pé. Aide, aide, Blanca. Blanquita. Doro pedia, mas não quis meter na alfabita. Aide. Alfabita, alfabita, alfabita. Alpha, Beta, Alpha. 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 Occhi vunacta, embrospedia, aide. Alfa, vita, gamma, delta, epsilon, zeta, sita, iota, gamma, lambda, minixi, mi... Ja, basta! Tu
todos estão loucos. Aí estão parindo. Aqui estão avisando lá, Alevet. Para encerrar de ser em um balcão, estreia Santa Maria. Deus santo. Todos se enlouqueceram. Não estás entendendo que nos estão enviando a Caçapaná? Ou estás esperando dos germanos piedade? De los germanos piedade. Wo ist die Kranke? Dort, hinter der Tafel. Aber das ist gerade auf dem Bolz. Erledigen Sie es hier. Mehr kann ich nicht tun. Bitte, Topol. Topol, da. Aqua. Belink. Aqua, Kayente. Sim, senhor. Agora. Wir haben mal Kinder gelernt. Ja. Und hier wird ein Kind geboren. Das. Das niemals lernen wird. Niemals? Sagen Sie, warum hat man euch hierher gebracht? Das wissen Sie besser, Herr Offizier. Kein Offizier, sondern Unteroffizier. Keinerlei. Sie sind Deutscher. Warum hat man euch hierher gebracht? Man wird uns nach Polen bringen. In irgendein Dorf, Auschwitz. Wozu? Warte, warte. Wir werden Kohlköpfe pflegen, sagt man. Sie haben wie ein Mensch gehandelt. Nehmen Sie, das ist eine alte Ausgabe von Heine. Behalten Sie es. Wozu? Nur ein Gott weiß, was uns in Polen erwartet. Was nölt ihr dauernd von Polen? Menschen verrecken an der Front. Und ihr? Ihr werdet bloß arbeiten. Wenn Gemüse gern. Was ist dabei so schrecklich? Wissen Sie das von bestimmter Stelle? Mit den Gemüsegärten? Selbstverständlich. Dann entschuldigen Sie bitte. Sie haben gelogen. Ich danke Ihnen. Immer dieses Danken, Danken. Alle danken. Wofür denn? Dafür, dass hier noch so ein armer Wurm geboren wird. Noch ein Mensch wird geboren. Ein Mensch? Das hat aber lange gedauert. Das Huhn ist schon total vernichtet. Horus Poes Philemus. Na, bin ich nur dein Freund oder nicht? Ja? Du sollst nicht leben wie ein Hund, komm her. Auf dein Wohl. Na ja? Was machen denn deine Juden? Hm? Haben sie denn ihr Kindchen schon gekriegt?
Aber nur dir zuliebe habe ich den Arzt in das Dreckloch reingelassen, du. Rembrandt. Na, isst doch schon. Es wird doch kalt. Ich habe keinen Hunger. Kein Hunger. Gut. Wollen wir wieder mal porträtieren? Höchste Zeit, dass wir fertig werden damit. Keine Lust heute, Kurt. Schon zu spät. Auch gut. Ist ja deine Sache. Kurt? Mhm. Was ist denn eigentlich Auschwitz? Ein Ort. Ein Ort in Polen. Man sagt, da wär's nicht so schlecht, hm? Wo? In Auschwitz. Von denen, die dort reingekommen sind, ist keiner mehr zurückgekommen, der was Näheres erzählen könnte. Ja, also gute Nacht. Du hast doch gesagt, du bist mal da gewesen. Was ist nun Auschwitz? Gemüsegärten. Schöne Gärten. Ja. Das ist eine Mühle. Eine Mühle für Menschenfleisch. Naja, also ich schlafe, ist schon spät. Weißt du, Kurt, es gab das Mittelalter, die Renaissance, das goldene Zeitalter. Jetzt ist das Zeitalter des allgemeinen Idiotismus hereingebrochen. Ja, so ist es. Kurt? Hörst du, Kurt? Hast du mal was von Heine gelesen? Die sind zum Fluss runter. Was ist denn hier los? Herr Unteroffizier, Diebe in der Garage. Was gibt's denn hier zu stehlen? Schrott? Hast wohl Gespenster gesehen. Gespenster schießen nicht, Herr Unteroffizier. Ich habe klar zwei Menschen gesehen. Sie sind über die Mauer. Господин Блаже. Добрый день, господин Хунтер.
Самичка с две дечите, Иван и Кошка, венки ти. И друго на тев ти каже, тебе ти тешко остави. И друго майка, ще стане, за да ми мане. Топли кукенки! Топли, топли, топли! Топли кукенки! Топли, топли кукенки! Бажи, да ти дам малко кюмир. Колко му искаш? Преди войната 5, а сега 10. Влизай. Седнете. Бай Петко, какво ново има насам? Нищо ново. За еврейския лагер вече ви изпратих съобщение. Да. Штабът на отряда взе решение местната организация да помогне с каквото може. И как да помогне? Онзи ден събрахме 10 чувала картофи за дечицата. Немските власти не разрешиха. Евреите потвърлиха бележка, молят за химин. Докторе, става дума за химин. Казвай сега твоето. Боре, имаме ранени и болни. И аз съм дошъл за медикаменти. Трябва още днес да се изпратят. Откъде бе, другар? Откъде? А в гората откъде да ги намерим? 17 души лежат горе, знаеш? Знам бе, докторе. Знам. Аз не съм доктор. Имам само 4 семестъра. А горе съм и лекар, и заболекар, и хирург. А имам само аспирин. Аспирин за рани. Аспирин за малария. Аспирин за дизентерия. Успокой се, бе. Тя свикане не става. Извинявай, добър. Знам, че и на вас е тежко. Ей, теб те е фанала проклетата. Нищо ще мине. Все половин час всичко ще мине. И дай, бай, Петко. Трябва да се намерят превързачни материали и медикаменти. И то още днес. Защото трябва да се вдига от този район. Ще видим. Ще измислим нещо. И още един въпрос. Най-важният. Идва зима. Може би последната партизанска зима. Трябва да се намери оръжие. Не такова. А пушки. Браво, браво. Още веднъж, господин офицер. Добър ден, господин подофицер. А, аз още ще бай Петко. Аз ведете за трейдинг да ме трефен. Как се казваше по-български? Мелница. А, мелница. Чули, Петко? С нощи в гараж краци дошли. Краци ли? Че какво ще дигна то там? Не знам. Уми, лаборатори. Не улучи, господин подофицер. Дай на мен. Добре стреляш, Петко. Дай оканче. Тази зарен забрави запалката вкъщи. Развели се то. Жалко, жалко. Хубава запалка. Господин подофицер,
Трябва да ти малко пари. Да. Мен трябва 1 милион. Мексиканска валюта. Става дума за 3-4 хиляди лева. Защо? Трябват ми лекарства, господин подофицер. А в амбулаторията на гаража има много. А, знаеш? Как си лекарства търсили? А? Едва ли, господин подофицер. Сигурно са търсили нещо друго. По-скъпо. Да продаваш начало лекарства? Голяма мерсотия. Аз не търгувам. Трябват ми за евреите от лагер. Имат много болки. Какво влиза ти в работа това? А не мислиш, че и те са хора, господин офицер? Ето сме ти коня флаша. 3000? Все ми си парите. Не трябват ми. А, Вайда! Ао! Вот! Има хер! Не виждам. Du, Walter, wir sind nicht heute Abend. Der Hammel ist schon geschlachtet. Extra für uns. Und tolle Weiber. Und auf eure Sieg! Der Teufel soll erholen. Mein Freund. Ruhe! Mein bester Freund. Rembrandt. Ja. Ah. Der philosophiert schon wieder irgendwo. Ja, ja. Благодаря, господин Гунтер. Вальтер ist ein Idiot. Jawohl. Ein Idiot. Aus dem Glas hier darf niemand trinken. Wie heißen Sie, kleines Fräulein? Mutzi. Was? Mutzi. 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 Gelenliste, господин офицер. Ach, da ist er ja. Mein Freund. Rembrandt. Rembrandt. Los, einmal Schaschlik für meinen Freund Walter. Und Wein. Bitte, bitte, bitte. Weil ich liebe Bulgarien. Ein schönes Land. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Ihr habt doch keinen Krieg. Wir haben England, Amerika, den Krieg erklärt, Herr Leutnant. Jawohl. Also gehört weiter. Die haben denen den Krieg erklärt, weil sie weit weg vom Schuss sind, verstehst du? Aber mit den Russen, da wollen wir es nicht aufnehmen, ja? Und vor euren Partisanen scheißt ihr doch vor Angst in die Hosen. Wir keine Angst vor Partisanen. Ja. Wir sie vernichten. Das ist unser Krieg. Das ist euer Krieg. Ja. Lass ich nicht lachen, Mensch. Wir haben einen Winter lang vor Leningrad gelegen. Das ist ein Krieg, mein Lieber. Was? Ja.
тази гейка. Но вие сте истински герой. Да, баш? Истински. Вас ацели ти да, а? Sie sagt, du bist ein wahrer Held. Ja, 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 ja. Ich mach also keine Stimmung, was? Los, trinken, Junge. Zack, zack. Feuer, Silber, Eisen. Na, los, kommst du jetzt in Stimmung, Junge? Nein. Prost. Nein, das ist da. Hol mal. Natürlich. Na klar! Ja, ja. Weiber brauchen Weiber, völlig klar. Weiber. Weiber wird ein Weib. Moment. Ja, ja. Moment. Без глупости. Чувствуешь ли? Ай, говори. И гледай това по-скоро да попадне в еврейския лагер. Лека нощ, бай, Петко. И утре пак тук. Мадемуазел, Sie gefallen mir. Sie sind eine wunderschöne Schimpanse. Allerdings, die haben sich die Lippen nicht rot gemalt. Heute tun sie es. Welch ein Fortschritt in 2 Millionen Jahren. Nicht wahr, Mademoiselle? Das ist eine Wolke. Bitte setzen Sie sich. Hey, hörst du dich wieder? Herkommen, lustig sein. Jetzt sei mal Kavalier. Zeig ihr, was wir von einer Dame erwarten. Zack, zack! Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Da, trinken Sie auf unser Wohl. Wollen nicht. Trinke ich eben auf Ihr Wohl. Wenn ich so entbrannt, sei ich interessiert, wann anders. Großartig, Rembrandt. Kommen Sie mit mir hinaus, ja? Ist in Ordnung. Ich bin dein Freund. Ich verzichte. Okay. Pass auf, dass sie nicht abhaut. Halt die Augen offen. Du wirst mir später berichten.
Wohin führen Sie mich? Keine Angst, wird Ihnen schon nichts passieren. Sie spielen wohl immer die Rolle eines edlen Ritters. Wir spielen alle irgendeine Rolle. Wie geht es dem Kleinen, das vorgestern zur Welt kam? Es ist tot. Vielleicht besser so? Sterben ist nie besser. Ich wäre daran nicht so sicher. Warum? Solange ein Kind lebt, lebt auch eine Hoffnung. Merkwürdig. Dass Sie in Ihrer Lage noch an etwas glauben. Was bleibt uns anderes übrig? Was waren Sie früher? Bevor man bemerkte, dass ich Jüdin bin. Lehrerin. Ich war Kunstmaler. Ein schlechter Kunstmaler. Jetzt bin ich ein schlechter Soldat. Ich war eigentlich nie was Ordentliches. Ging durch die Museen und dachte, dass der Mensch das vollkommenste Geschöpf der Welt ist. Und jetzt? Jetzt? Jetzt weiß ich auf alle Fälle, dass der Schimpanse viel vernünftiger ist. Da. Sie fliegen mit ihren Bomben irgendwo hin. Das Leben dort wird sofort verstummen. Wie die Grillen hier verstummt sind. Doch sie fliegen vorüber. Und die Grillen werden wieder zirpen. Auch die Menschen werden weiterleben. Sogar dann, wenn keine Hoffnung mehr ist. Immer ist Hoffnung da. Wenigstens die, dass nach uns bessere Menschen sein werden. Die werden aus dem gleichen Material sein. Das, was die Menschen jetzt trennt, wird vorübergehen. Wie vor kurzem die Flugzeuge vorüber sind. Sie werden wieder zurückkommen. Und werden wieder vorüberfliegen. Ja, dasselbe sage ich doch auch. Das Böse kommt und geht wieder. Das ist eben ewig. Das hängt von den Menschen ab. Nichts hängt von ihnen ab. Der Mensch ist kein Gott, nur ein Mensch. Viel hängt von ihm ab. Wenn er wirklich ein Mensch ist. Deutschland? Meine Mutter. Sie hatte 3 Söhne. 2 davon sind aus Russland nicht zurückgekommen. Und sonst niemanden? Nein. Niemanden. Wie in Friedenszeiten. Stell dich ein und er begleitet sie nach Hause. Er und sie haben sogar einen kleinen Amor, der sie liebevoll beschützt. Da kann man nichts machen. Jede Epoche hat eben ihre Amors. Sie sehen, auch unserem mangelt es nicht an Poesie. Gute Nacht. Übrigens, eigentlich hasse ich die Menschen gar nicht. Sie hassen sie nicht, aber sie haben Angst, sie zu lieben.
Angst? Ja. Jemanden lieben, das heißt etwas für ihn tun. Oder wenigstens den Willen haben, es zu tun. Gute Nacht. Zigarette? Danke und auf Zier. Was tun? Was kann man denn tun? Schlafen, Herr Unteroffizier. Ja. Schlafen. Господин полицейер, разрешите да доложа. Господин полицейският началник рече да дойдеш при него в полицията. Полицай? Съби ден бе да полицай със зух. Да, значи това е всичко. Това е господин началник. Казах всичко. Добре, нека влезе. Was ist denn passiert? Warum haben Sie meinen Arbeiter verhaftet? Herr Unteroffizier, entschuldige ihn bitte. In Nacht diesen Mensch von geheimen Posten. Er hat Sack mit Medizin. Ich denke für Partisani. In Judenlager auch Medizin gefunden. Medizin Deutsche. Herr Unteroffizier, vielleicht wissen kann helfen. Nein, ich kann Ihnen nicht helfen. Bedauere. За последен път те питам. Кой ти е дал лекарствата? Никой. Сам ги откраднах от амбулаторията. И кой ти помагаше? Никой. Слушай. Бъди благоразумен. Аз и господин подофицерът ти обещаваме, че ще направим всичко, за да облегчим съдбата ти. Кажи най-после къде е трябвало да се срещне с партизаните. Казах вече, господин началник. Нямах среща с никакви партизани. Разхождах се. С пълна раница медикаменти! Търсех да ги продам на някой. В гората! На мечките! Там, на каракачаните. Щяха да ми дадат цяла овца за тях. Ще говориш ли? Ще стрелям. Не бой се, това е партизанско оръжие. То не стреля. Пистоле фон партизани антик. Wenn Herr Unteroffizier noch etwas erfahren wird danken werden. С Богом, Herr Unter. Sie entschuldigen, dass wir Sie gebracht in Polizei.
Sie wissen, wir haben gleiche Interessen. Ich wiederhole, die deutschen und die bulgarischen Behörden behandeln euch Juden loyal. Wir erwarten das Gleiche von euch. Das ist gerecht, sogar sehr gerecht. El governo germano y bulgaro se están comportando veramente loyal. Nosotros queremos lo mismo de vosotros. Esto es justo. Heute Nacht hat irgend so ein Schwein Medikamente aus deutschen Heeresbeständen ins Lager geschmuggelt. Das ist verboten! Jeder, der im Besitze dieser Medikamente ist, hat diese unverzüglich abzuliefern. Verstanden? Esto es defendido. Cada uno que tiene de estos medicamentos debe en vista de entregarlos. Na? Wer macht den Anfang? Zwei Röllchen Chinin. Das ganze Lager zwei Tage ohne Essen. Noch ein Röllchen. Noch einen Tag ohne Essen. Darf ich die Herrschaften noch einmal höflich bitten, mit den Medikamenten herauszurücken? Danke sehr, Madame. Danke sehr, mein Herr. Vielen Dank. Danke. Danke. Petko! Ich kam da gerade erst. Za kakvo? Tvoj brat mi govori. Tazi zaham bjav policijata. Ne znam. Кой предаде Блажа, господин подофицер? Ти мислиш, че аз съм? Не съм казал това. Не вярваш ми, Петко. Ти си немец.
Vielleicht arrest du wach als Sekretär in polizeiske Postowe. Может, я ваша докажа часом далека свата? Каква полза? Добро, момче. Защо излага, че лека свата са само за еври? Защото нямаше да дадеш. Сигурно нямаше. А защо днес не работиш? В гаража има полиция. И утре няма да дойдеш? Не. Напущам града. Тук става горещо за мен. Къде отиваш? Другаде. Далече. Всеки е прав със себе си. Спомням. Аз не предал Блажа. Твоя сапалка. Семи. Намерих го в гараж у нази вечер, кога дойдоха краци. А защо не съобщи в полицията? Ти си добър човек, Петко. И аз много искам ти ме навяваш. Прощавай, господин подофицер. Исках да ти кажа, че аз не съм крадец. Онази вечер, когато дойдохме в гаража, ние не дойдохме за гуми. И какво там тазихте? Искахме да влезем в склада с оръжието. Все едно ще не казва си ми това. И всеки е прав за себе си, господин подофицер. Да, всеки. Ти не си крадец, но и аз не съм свиня. И вече няма да се видим, Петко. Сигурно няма. Но ти ще срещнеш други. Ако не Петко, Васил или Иван. Все едно. Ние сме много. Кой и вие? Ние. Може би някога ще разбереш. Na nun, du bist ja heute schon so früh hier, Rembrandt. Hey, Sandor, Schnaps. Was ist los mit dir? Gut. Nichts Besonderes. Du warst halt blendend den Juden gegenüber. Echt deutsch. Ja. Und das haben die sich selber eingebrockt. Übrigens habe ich mal deine Jüdin wieder gesehen. Ganz große Klasse. Also weiter. Am nächsten Mal bin ich dran, verstehst du? Hey, was hast du denn? Wegen so einer werden wir doch unsere Freundschaft nicht in die Binsen gehen lassen. Wir nehmen uns hier wie die Kinder. Entschuldige schon. Ich bin dein Freund und dabei bleibst. Und deine Jüdin kannst du wieder haben, wenn du willst. Heute noch. Ha? Jüdin. Auf Befehl des Herrn Leutnant. Kannst ruhig schlafen gehen. In den Kirchgarten. Ich liefere sie dir dort ab. Danke, Herr Unteroffizier. Geht in Ordnung. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich bin nicht freiwillig gekommen. Der Soldat hat mich gebracht. Immer noch misstrauen, ja? Was wollen Sie von mir? Nichts. Ich bedauere nur, was auf dem Schulhof passiert ist. Mit den Medikamenten. Ihr Freund ist konsequenter als Sie. Der bedauert wenigstens nichts.
Er und ich sind nicht dieselben. Ihr seid alle schuld. Gleich schuld. Oder sind Sie etwa ohne Schuld für diesen Tag? Für alles, was in den letzten Jahren täglich passiert? Ich habe das nicht gewollt. Viele haben es nicht gewollt. Doch Sie haben zugelassen, dass es geschieht. Sie mögen recht haben. Hab eben immer Pech. Wollte Ihnen helfen mit den Medikamenten. Hab Ihnen dadurch nur Unglück gebracht. Wenn das wahr ist, warum haben Sie das getan? Nur so. Was erwarten Sie jetzt von mir? Nichts. Warum haben Sie mich dann hierher holen lassen? Um Ihnen die Wahrheit zu sagen. Über die Medikamente? Nein, über euch. Man belügt Sie. Auschwitz, das sind keine Gemüsegärten. Das ist ein Konzentrationslager. Ein Todeslager. Ich weiß. Das nehmen Sie so ruhig hin. Sogar ein Schimpanse graut sich vor dem Tod. Ich bin kein Schimpanse. Ja, und wie steht es mit Ihren Grillen? Und mit Ihrem vielgelobten guten Menschen? Sie singen. Ruth, Sie müssen sich retten, Sie müssen fliehen. Warum gerade ich? Ich hatte nie die Fähigkeit, an alle Menschen zu denken. Aber Ihnen muss ich helfen, das ist für mich sehr wichtig. Für Sie? Ja. Der Mensch muss manchmal etwas tun, um sich selbst zu beweisen, dass er kein Schwein ist. Helfen Sie mir, es zu tun. Sie haben es schon getan. Ich werde Menschen finden, man wird sie verstecken. Ich kann meine Leute nicht im Stich lassen. Vater, die Kinder. Ich habe kein Recht dazu. Es ist Krieg. Er trennt immer Menschen. Sie müssen die Kraft haben, Ruth. Wohin soll ich denn fliehen? In diesem fremden Land. Zu wem? Vielleicht zu den Sternen. Nur dort ist es jetzt ruhig. Und ist es gleich, ob Krieg auf Erden ist oder Frieden. Ob die Menschen glücklich sind oder unglücklich. Und ob es überhaupt Menschen gibt. Sie leben in Sternbildern. Ein jeder Stern in seinem Sternbild. Weil es ihnen kalt ist und sie sich vor der Einsamkeit fürchten. Ich habe kein Sternbild. Sie werden es finden. Der Mensch sucht immer und findet. Man sagt, dass jeder Mensch einen Stern am Himmel hat. Ja. Und wenn er sich von seinem Platz losreißt, geht dieser Mensch zugrunde. Auch Sie haben einen Stern auf der Brust. Wenn er sich von seinem Platz losreißt, geht der Mensch zugrunde. Das darf nicht sein.
Das darf nicht sein. Du musst fliehen, Ruth. Vielleicht, aber es ist gemein, allein zu fliehen, ja? Denk nach. Ich werde wiederkommen. Denk nach, Ruth, es ist doch ein unsinniges Opfer. Vielleicht. Es ist Zeit, dass ich ins Lager zurückkehre. Non primi. Non solo in la disgrazia, Ruth. La gente si alza in negro solo in la disgrazia. Primi che lo si intendis. La disgrazia lo sa una e si spantan di traitores. Quello primi che lo digas, io ya sé. Un doch möchte ich ihn noch einmal sehen. Diesen verdrehten. Guten Menschen.
das ein Wetter draußen. Was machst du denn da? Natürlich. Kritzel wieder irgend so ein Käse. Und mein Porträt bleibt unvollendet. Du, Kurt? Ja? Wann werden eigentlich die Juden abtransportiert? Hast dich in sie verknallt. Klarer Fall. Ach, Quatsch. Also wann? Morgen. Bist du sicher? Klarer Fall. Ich habe einen Transportbefehl ja schon in der Tasche. Wo willst du nur hin? In die Werkstatt. Die hat doch schon längst Feierabend. Ich habe noch zu tun. Петко. Той за мина. Трябва да го видя. Нали ти казвам, не е в града. Къде да го намеря? Много трябва ми. Много. Лес. Можете ли да скриете един човек от кръцките евреи? За колко време? Много. До края на войната. Жената ли? Да, ти знаеш я. Само една жена. А другите? А другите, господин подофицер? Ти не искаш да ми помогнеш. Кога трябва да стане това? Още тази вечер. Добре. Ела, ще видим. Отворете. Какво има, бай Петко? Не бойте се. Добър човек. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Не бойте се. Добър вечер. Има бай Петко. Една от вашите, от гръцките евреи, тая нос ще избяга от лагера. Можеш ли да я скриеш за няколко дена? Опасно е, бай Петко. Ти знаеш нашето положение. Аз сам бих я прибрал, но при мене сега не може. След няколко дни ще я припратим другата. Не бойте се. Добре. Само съседите да ни видят. Благодаря. Бай Петко ще я доведе и тази вечер. Късно. След малко ще я доведа.
Чакам. Тука. Hey, Posten. Ja? Leutnant Müller hat mich beauftragt, hier eine Person abzuholen. Im Lager ist doch niemand mehr, Herr Unteroffizier. Was? Wo sind die Juden? Vor einer Stunde hat man sie zum Bahnhof abtransportiert, Herr Unteroffizier. Sie hat gesagt, das Böse geht und wird nicht mal wiederkommen. Sie ist fort. Das Böse ist geblieben. Weil es eben doch stärker ist als der Mensch. Imali Silas Restu Tova, Petko. Thank you.
Ti kaza, če vas trepa, vi oražijo? Da, gospod profesor. Für uns alle war eben einfach der Herunteroffizier. Niemand hat seinen Namen erfahren. Daher haben wir ihn Walter genannt. Doch Sie erinnern sich noch. Die Kehlen lässt uns feiern, lässt mit Eiern.